Kartenlegen ausführlich erklärt, die Deutungen und Legungen mit den 40 mystischen Lenormand-Karten. Dies ist das Band 6 zu den Lenormand-Karten von Angelina Schulze, erschienen im Angelina Schulze Verlag. Die ISBN-Nummer ist die 978-3943-729191. Zum Inhalt des Buches, ich möchte jetzt hier einmal kurz drin blättern, damit Sie sehen, was Sie hier erwartet. Das Inhaltsverzeichnis bietet halt zunächst einmal die Einleitung, dann einen kurzen Überblick zu den Deutungen der Lenormand-Karten 1 bis 36 und dann die ausführlichen Deutungen dieser vier Ergänzungskarten. 37 der Bauch, 38 die Engelsflügel, 39 die Fabrik und 40 die Hand. Dann werden die Karten in kleinen Legungen in der Anwendung gezeigt, das heißt kurz erklärtes Legesystem, hier zum Beispiel das Kreuz und dann jeweils drei Beispiellegungen dazu. Beim Legesystem der Siebenerweg die drei Beispiele, Legesystem Entscheidungswege drei Beispiele, wie steht jemand oder etwas zu mir, das ist halt gut auf Partnerlegungen, sei es nun Partnerbeziehungen, wo es um die Liebe geht oder zu Familienmitgliedern oder eben auch berufliche Partnerschaften. Einfach, wie steht jemand oder auch etwas zu mir. Das Etwas kann auch die Firma sein. Oder für die, die spirituell interessiert sind, wie steht die geistige Welt, die Spiritualität zu mir. Dann noch das Legesystem Ausgangslage und Korrespondenz mit drei Beispielen. Dann geht es um die großen Legungen. Hier biete ich drei bzw. vier Varianten, wie man mit den 40 Karten ein großes Bild auslegen kann. Die Möglichkeit 1 natürlich auch mit einer Beispiellegung, die Möglichkeit 2 mit einer Beispiellegung und die Möglichkeit 3 ebenfalls mit einer Beispiellegung hier mal in Bezug auf eine 9er-Tafel. Also Möglichkeit 1 und 2 sind jeweils die 8er-Tafeln und die Möglichkeit 3, wer jetzt die 9er-Tafel gern legen möchte. Die vierte Möglichkeit ist eine Abwandlung der 9er-Tafel. Da gibt es nur geringfügige Abwandlungen zu dieser Variante 3. Deshalb gibt es bei der vierten Möglichkeit mal keine Beispiellegung. Aber ansonsten sind halt immer die Beispiellegungen dabei. Danach kann man sich dann entscheiden, welche von diesen Möglichkeiten man selbst jetzt am besten findet und dann eben ab dem Zeitpunkt dann selber legen möchte. Dann kommen natürlich noch ein paar Seiten mit weiteren Produkten, wo wir Ihnen einfach vorstellen wollen, was es noch zum Kartenlegen lernen aus unserem Verlagsprogramm gibt. Und der Hinweis auf die speziellen Häuserschablonen für die mystischen 40 Karten, aber auch durchaus für die 36 Karten verwendbar. Da gibt es halt auch nochmal speziellen Text zu und wir haben natürlich auch Videos, wo wir diese Häuserschablonen zeigen, dass Sie auch sehen, was Sie da kaufen. Ja, jetzt blätter ich nochmal kurz im Buch. Also hier sind jetzt zum Beispiel die Kurzaussagen nochmal zu jeder Karte, also wirklich einfach nur die wichtigsten Deutungen kurz zusammengefasst, da ich das ja schon ausgiebig in den anderen Büchern beschrieben habe. Und dann bei den Ergänzungskarten, hier ist jetzt ein bisschen mehr Text zu lesen, das heißt, man sieht erst einmal die allgemeine Deutung, dann die Schlüsselwörter, die Hausaussage, was es als Themenkarte bedeutet, Spezielles. Das ist dann schon in Anlehnung an, wenn man mit den Karten Familienaufstellungen machen möchte oder auch meine Rückführung. Berufliche Aussagen, Berufsbild, Schule, Ausbildung, Finanzen, Liebe, Ehebeziehung, gesundheitlich, Körperaspekt, spirituell, Charakter, Alter, Figur, Größe, Haarfarbe, Sternzeichen, wo kennenlernen, Ort, Umgebung, Zahlangabe, Tier, und Zeitaussage, also sehr ausführlich diese vier Karten beschrieben. Zu den ersten 36 Karten sind diese meisten Aussagen entweder in Band 1 oder auch in Band 5 bereits beschrieben. Hier geht es jetzt wirklich ausschließlich darum, Ihnen diese vier Ergänzungskarten näher zu erklären. Dann folgt auch schon das mit den Legesystemen, das heißt, hier wird das Legesystem eben kurz neutral beschrieben, für welche Fragen es sich eignet. So hier zum Beispiel beim Kreuz, wie soll ich mich verhalten, was ist jetzt wichtig und was unwichtig, was soll ich tun, was lassen und wohin führt mich dann mein Weg. Dazu dann eben entsprechend die Beispiellegungen. Also hier sieht man dann eben die Legung 1
und die Deutung dazu. Und so ist das ja in Bezug mit allen kleinen Legungen und den Deutungen halt dazu. Und dann geht es auch schon hier los mit den Möglichkeiten der großen Legung, wo man dann hier einmal die Grafik hat und entsprechend die einzelnen Schritte zum Deuten und dann hier auch konkret die Beispiellegung dazu, wo man das einfach nochmal die einzelnen Schritte nachvollziehen kann. Beginnt mit den Eckkarten, den in der Mitte, die unteren, die Zeitlinien für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dann, was das Korrespondieren bedeutet, wie ich halt konkret Fragen beantworten kann. Alles schön mit Beispielen nachvollziehbar. Und das eben auf die Varianten, die ich hier vorstellen möchte. Ja, und ganz zum Schluss halt, wie gesagt, die Seiten, die Ihnen noch die anderen Produkte von uns vorstellen. Und hier halt der Hinweis mit der speziellen Häuserschablone, die es in den einzelnen Varianten zu kaufen gibt. Ja, das war's, was ich Ihnen kurz in diesem Video zeigen wollte. Einen Einblick halt in dieses Buch geben, um Ihnen halt die Kaufentscheidung damit leichter zu machen, weil jetzt wissen Sie, was Sie erwartet. Und Sie sollten es halt wirklich nur dann kaufen, wenn Sie genau das, was ich hier gerade beschrieben habe, auch interessiert. Dazu gibt es natürlich die mystischen Karten, die gibt es einzeln zu erwerben. Ein paar Motive sieht man ja hier schon. Hier wäre jetzt so die Rückseite der Karten und entsprechend hier halt auch die Kartenmotive. Wer sich dafür interessiert, zu den einzelnen Karten gibt es natürlich auch ein Video, wo man sich die Motive alle einmal anschauen kann. Die haben halt den Titel Angelinas 40 mystische Lennemont-Karten.